Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 von SimCities Skylines. Nicht SimCity, SimCity ist das nicht. City Skylines. Und ja, wir sind drinnen. Letztes Mal hatten wir geguckt nach den Problemen mit den Verstorbenen, die immer weniger, immer mehr hier werden. Auch schön. Warum ist da das Problem weiterhin? Also Friedhöfe haben wir. Drei haben wir letztes Mal gesagt, wir haben noch einen vierten gemacht, der ist hier und der hat gar keinen Wasseranschluss, sehe ich gerade. Da können die keine Blumen gießen, deswegen brauchen die Wasser. Gut. Komm, zack. Quer drunter her die Wasserleitung gelegt, ein paar Knochen an der Seite gegraben, dann geht's weiter, oder? Gut, Krematorium, wie sieht's damit aus? Hatten wir da schon eins gebaut? Achso, das wird dann automatisch auch angezeigt mit den Friedhöfen, ne? Also, sowas haben wir wohl noch nicht. Könnte man natürlich hier auch hinpflanzen, ne? Würde hier hinpassen? Geht nicht dann. Wo bauen wir das hin? Gute Frage, ne? Hier hätten wir noch Platz. Geht das hier irgendwie noch daneben? Nee. Ach guck mal, hier ist noch alles frei. Und da brauchen wir nichts wegreißen und wir können es dahin bauen. Komm, zack. So viele Leute finden das gut. Gucken wir an. So, hier ist noch ganz viel rot. Das heißt, die sind nicht vom Friedhof erreichbar, oder was? Krematorium Verfügbarkeit. Ja. Inaktiv, okay. Warum ist das inaktiv? Keine Ahnung. Ich würde das gerne mal anklicken. Dafür müssen wir wohl da raus. Gebäude verschieben, nö. Wieso ist das außer Betrieb? Da geht noch nichts, okay. Wird wahrscheinlich noch kommen. Hier sind überall Tote in den Häusern. Ist ja echt makaber. Brauchen wir mehr Friedhöfe? So, dann machen wir hier noch einen hin. Wie weit können wir noch da? Da ist ja schon was. Machen wir da noch einen hin. Hier fehlt es irgendwie auch an einem Friedhof. Da einen hin. Ah, so, jetzt sehe ich es richtig. Ja, komm, da noch einen hin. Jetzt freuen die sich da auch alle. Aber irgendwie sieht es zurzeit nicht so aus, als ob die alle erreichbar sind. Der ist jetzt auch inaktiv und der, ach, ich weiß, warum die inaktiv sind. Wegen der Leertaste. Ne, das Spiel stand, deswegen ging das nicht voran. Und schon geht's los im Krematorium, oder wie sehe ich das? Ja, passt wohl, denke ich mal, ne? Da ist ein Gebäude abgebrannt.
Hier in der Mitte fehlt es irgendwie noch an einem Friedhof. Da werden wir dann vielleicht ein Krematorium irgendwo zwischensetzen können, oder? Hier sieht so aus, als ob da eins hingeht ohne Probleme. So. Das ist doch ganz nett, oder? Läuft, würde ich sagen. Hier fehlt es jetzt am Autobahnanschluss sozusagen noch, den wir dann mal vielleicht dann bauen könnten, wenn wir wollten. Aber ich glaube, das wollen wir gar nicht. Das andere, wir könnten hier noch so ein Teil hinmachen. Aber das würde wahrscheinlich auch nicht gehen. Dass das nicht einrastet, das passt, ne? Das ist schon doof, ne? Mal so wird's dann gehen in dem Sinne. Ja, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, die Straße da aufzulösen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Bleiben wir da weg? Ach so, da hatten wir sogar schon tatsächlich etwas gebaut. Aber da fehlt ein Gebäude, das Wasser. Komm, das machen wir gleich hier so hin. So, dann haben wir die Tangente schon mal drin, wenn man das dann Tangente nennen kann. Da fehlen Arbeiter. Autos fahren da auch schon durch die Gegend. Der Zug müsste dann hier irgendwo noch hin. Der muss an einer Straße. Okay, das heißt, wir müssten erst die Bahnstrecke bauen und dann... Tja, weiß ich auch noch nicht. Sollte man das da machen oder sogar hier machen? Ich glaube, hier wollte ich das machen. Aber wie soll es da reinfahren? Parallel zu dem anderen oder so? Warte mal, habe ich jetzt hier sowieso einen Fracht- und Güterzug? Okay. Wir wollten da erstmal einen normalen Bahnhof haben, ne? Ich glaube, den Bahnhof, den machen wir erstmal später. Wir machen erstmal Häuser. Erstmal hier Dingens voranbringen. So. Das Wasser kam, glaube ich, direkt gerade hier rüber, ne, oder? Ja, okay, dann müssen wir da vielleicht erstmal gerade machen. Sollte man das hier so verbinden? Vielleicht machen wir das mal, ne? Das machen wir auch so. So, Wasser ist angeschlossen in dem Sinne. Hier wollen wir rüber. Was machen wir mit der Straße? Ich denke, wir fahren hier rüber und darüber und verbinden die dann hinten rum. Und diese lassen wir wenn als Sackgasse. Wir müssen jetzt aber hier noch mit Straßen rein, ne? Mit kleineren Straßen. Und zwar würde ich sagen mit diesen Straßen und dann auch noch diese
Und ich würde vorschlagen, hier eine reinzumachen. Und diese dann nach da zu machen. So, und die anderen Straßen alle. So ungefähr. Oben Werkzeug. So. Und so passt, oder? Und das war verkehrt. Wir müssen erstmal bis da hinten vor. Ich weiß nicht, wofür es ist, aber ich wollte da links so einen Grünstreifen lassen vielleicht, oder? So gefällt es mir besser. Nein, das war schon richtig. Nochmal klicken, um den darüber zu kriegen. So. Das nicht. So. Jetzt haben wir da schon mal erstmal was geschaffen. Das sollten wir erstmal so lassen. Dann bebauen. Ich denke mal, wir machen hier noch ein paar Bürohäuser hin. Und dahinter machen wir Wohnhäuser. Obwohl diese hier, ne, die machen wir nicht, die wieder weg. Das denke ich mal, hier ist so alles prickelnd. Können wir auch komplett so anschließen, denke ich. So, da weiß ich noch nicht, das lassen wir noch. Das ist ja schon mal erstmal ein schönes Wohngebiet. Die bauen auch schon wunderbar. Und gleich schreien sie nach Wasser. Passt. Strom kommt von alleine. Gut, damit sind wir schon wieder ein Stück weiter. Es wächst alles und gedeiht alles, das ist doch auch prima. Die haben jetzt hier auch genug Leute zum, sag schon, zum Arbeiten. So. Gesundheitswesen. Arzttechnisch ist hier natürlich gar nichts. Das wollen wir erstmal machen. Denke ich mal, das ist eine coole Alternative so. Und ein Friedhof gleich dabei. Den machen wir mal hier hin. Sind die auch glücklich? Ja, Mülldeponie müssen wir auch haben. Hat keinen Sinn, muss sein. Und die bauen wir hier hin. Ist auch noch alles abgedeckt. Passt. Und unsere Mülldeponien sind immer doppelt. Eine zum Abbauen, eine zum Aufbauen. So, Gesundheitswesen hatten wir schon. Da rechts fehlt Strom, deswegen geht das nicht mit dem Arztpraxis. Feuersicherheit.
Ich denke mal, da ist schon eine ganz gute Feuersicherheit. Polizeimäßig ist hier überhaupt nicht verlangt. Irgendwie ist die Kriminalität mit einer Wache schon super toll. Dann lassen wir das auch erst. So, dann brauchen wir noch eine Grundschule. Die bauen wir hier hinten rein, denke ich. Hier. Ist eine gute Anbindung eigentlich, ne? Machen wir mal. Und eine größere Schule. Können wir mal hier neben machen. So, das lassen wir erstmal. Mehr Ausbildung erstmal nicht. So, und jetzt haben wir wieder das hier, ne? Ja. Ein Busdepot muss hier definitiv hin. Das können wir hier unten irgendwo hin mitmachen. Und dann Bushaltestellen, weil den Bus müssen wir dann auch fahren lassen, ne? Da eine. Da eine. Am Friedhof eine. Hier im Wohngebiet eine. Dort eine. Da auch eine. Da fahren wir wieder zurück. Der dreht dann da halt. Da. Und dann schließen wir. So, da haben wir eine Busverbindung schon mal gemacht. Gut, das ist schon, denke ich, positiv. Ja, U-Bahn müssen wir dann irgendwann auch anbinden. Da sollten wir vielleicht schon mal so ein U-Bahn-Häuschen irgendwo hinbasteln. Würde hier gut sein, denke ich mal. Können wir das auch mit der U-Bahn da irgendwann vollführen, dass es darüber geht. Das ist ja auch gar kein Problem, das jetzt zu machen, oder sehe ich das falsch? So, und dann eine neue Linie. Und die fährt ganz einfach von dort nach dort und wir schließen sie. Mehr muss das nicht sein, oder? Da fährt schon einer und schon sind die angebunden an die City. Gut, Zug müssen wir auch noch machen, aber ich denke mal, das soll es für die Folge erst gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.